Zoll vom Tesla Owners US und heute ist Earth Day, der Tag der Erde. Und ich glaube, die Erde nimmt sich ihr Territory wieder zurück. Und warum ich darauf komme, sage ich euch nach diesem Intro. So, warum komme ich denn darauf auf Happy Earth Day und warum komme ich denn darauf, dass die Erde ihr Territory, ihr Gebiet wieder zurücknimmt? Das ist ganz einfach. Wir haben jahrelang die Erde, jahrzehntelang die Erde ausgeraubt. Die Fossil Fuels und die Brennstoffe aus der Erde ausgeraubt. Und da wir jetzt nicht zugehört haben, auch auf die jungen Leute, die dagegen demonstriert haben, wäre es einfach, ich sag mal, fast gerecht, mit einem kleinen Virus dagegen anzugehen und die Erde schlägt zurück. Und zwar jetzt werden wir dazu gezwungen, zu sparen, über nachzudenken, wie man Energie, Treibstoffe sparen kann, richtig einsetzen kann. Wir haben ein Meeting gehabt von ca. 100, 150 Leuten, wo wir alle überall aus dem Land von Nord, Süd, Ost, West nach Dallas fliegen sollten. Das ist ziemlich zentral in Amerika. Und wir haben das ganze Meeting alles remote gemacht. Und es hat geklappt, sogar besser als vorher. Einige Positionen waren besser. Natürlich, manchmal mag man das gerne, Leute zu treffen und die Hand zu schütteln und so weiter, wenn man sehr sozial ist. Aber wir haben darüber nachgedacht und es geht, es funktioniert. Viele Sachen kann man machen, indem man es remote macht oder Meetings abhält. Und ich glaube, das ist ein Anstoß für uns, das Ganze zu ändern. Es geht viel darüber, es mit Videokonferenzen zu machen und nicht mehr hin und her zu fliegen in der ganzen Welt, hin und her zu fahren. Und viele Sachen sind viel einfacher. Und wir sollten diese Chance nutzen und diesen Umstieg versuchen zu schaffen. Denn die Jugend hat uns darum gebeten, dass wir einsparen und wir haben nicht gehört. Und jetzt funktioniert alles auf einmal, wenn wir dazu gezwungen sind. Und so sollten wir es weiter treiben. Der Ölpreis ist ins Negative in den USA gegangen. Das erste Mal, glaube ich, je, dass sowas passiert ist, seit der Ölpreisaufzeichnung. Also, das sind auch viele positive Sachen. Und das Öl brauche ich gar nicht mehr abzunehmen, weil ich brauche kein Öl. Guck, ich habe hier noch nie so viel elektrische Energie erzeugt wie jetzt. Und fahren tue ich auch viel weniger. Und alles, ich arbeite von zu Hause. Natürlich würde ich mich gerne mit Freunden treffen, aber wir müssen wirklich drüber nachdenken. Und deshalb denke ich, die Erde nimmt sich ihr Gebiet zurück. Und manchmal ist das wichtig. Also wenn euch das gefallen hat, Daumen nach oben und bei dem Kanal abonnieren. Und das war nur eine kurze Nachricht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. Oder ciao, ciao. I'm pressed to say.